Ey Leute, bevor das Video losgeht, wollte ich euch nur kurz sagen, ich habe jetzt einen Zweitkanal und baue den gerade auf, nennt sich Eddie Uncut. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich da auch supportet und den Kanal abonniert. Und ja, schaut einfach mal rein. Jetzt geht's los mit dem Video. Hier findet ihr den Kanal, da irgendwo hier. Viel Spaß mit dem Video jetzt. So, no rest for the wicked, Leute. Ich gucke mal, ob ein neuer Patch rausgekommen ist. Nein, gut, ich bin auf aktuellem Stand. Mein Pad, wo ist mein Pad? Da ist mein... Leute, ich freue mich richtig, jetzt weiter zu zocken. Ich habe ja beim spannendsten Moment letztes Mal aufgehört, quasi dann, als es eigentlich richtig anfing in der Hauptstadt. Und ja, wir befinden uns hier natürlich immer noch im Early Access, Leute. Und ich weiß nicht, ob ihr die neue Folge Game 2 schon geguckt habt. Da gibt es ja auch ein Interview mit Thomas Mahler von den Moon Studios, wo er auch nochmal ein bisschen was zum Spiel sagt. Euch mal ein Greenscreen. Und den Beitrag von Trant kann ich natürlich eh empfehlen. Und genau, wir sind in Sacrament. Irgendwie bin ich sehr langsam. Bin ich überladen? Ich glaube, ich bin schon im Bereich hier. Heavy. Ja, Heavy Roll. Ja, woran liegt das? Das liegt wahrscheinlich vor allem an meinem Equipment. Spielt das eigentlich auch eine Rolle? Nee. Die Werkzeuge spielen keine Rolle. Eigentlich habe ich gar nicht so schwere Sachen an. Zumindest vom Look her sehen die nicht schwer aus. Okay, das ist eine... Okay, ich lüge. Ich habe einfach mal eine Rüstung an, die beinhaltet, dass ich zwei Körbe trage. Ah, das sieht auch so fucking cool aus. Irgendwie, das hat man halt auch noch nicht so oft gesehen. Irgendwie so eine Rüstung, die mehr oder weniger... Aber die wiegt halt auch 40, wie wir hier sehen. 37 Defense, habe ich irgendwas Besseres? Ist auch 40. Ich habe... Ja, wir können ja gleich mal... Muss sowieso, bevor ich jetzt hier groß... Hier, das genau. Was brauchte ich dafür nochmal? Ein Punkt in Stärke, ein Level up brauche ich für dieses Schwert. Das habe ich beim Boss gekriegt. Corpse Smeared Blade. 17% extra Plague Damage. Chance to regenerate health on damage dealt. Was, das finde ich richtig gut. Und Stamina Increase, 21%. Dazu stärker und es hat 4 Runen. Also 4 Special Attacks auf gut Deutsch. Zum Vergleich, mein Dolch hat 1. Piercing Dash. Also das ist ein absolut geiles Schwert. Ich weiß gar nicht, was ist denn Gain 9? Gain 6? Was bedeutet denn Gain? Auf jeden Fall hier. Ach so, das ist... Ach so, ich verstehe, wie viel Mana oder wie auch immer das heißt, Fokus ich kriege pro Schlag. Mhm. Das neue Schild, den neuen Schild, ich muss mir das immer angewöhnen. Okay. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt hier in der Hauptstadt. Und können ja mal hier auf die Map schauen. Oh, wieso ist da denn jetzt ein Ausrufezeichen? The Innkeeper's Husband. Ach so, das bedeutet nur... Nee, was bedeutet denn das? Ich weiß genau, welche Stelle das ist. Das ist hier, wo die Chest ist und wo der fiese Typ ist, wo man hier rüberspringen muss. Das ist eine Quest, die ich angenommen habe. Ganz am Anfang. Okay. Naja, ich erinnere mich. So, jetzt erforschen wir erstmal hier die Stadt. Ganz entspannt. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Ach ja, doch, mit der habe ich gelabert. Elsa. Okay. Also das Erste, was ich in Rollenspielen eigentlich immer mache, ist den Waffenschmied und den Armorer
zu suchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das habe ich schon früh, schon bei Final Fantasy 2 auf dem Super Nintendo. Immer wenn man in eine neue Stadt kommt, gucken. Jetzt gibt es statt dem Steel Sword, statt dem Iron Sword gibt es das Steel Sword, statt dem Steel Sword gibt es das so und so. Das ist immer schon. And so, but anyone claiming to be a legend is usually something else entirely. Wherever you go in this city, I'll be watching. Ey, das, ich hätte mir ehrlich gesagt vorgestellt, dass die netter sind zu mir, die Leute, weil ich habe immerhin ziemlich beeindruckend diesen Boss da vor den Gates weggeklatscht. Man würde denken, die sind beeindruckter. Pestilence is already among us unspoken. You've come too late. Don't like the look of you. Who are you? Whatever you're selling, I'm not interested. Go on, run! Back to whatever cave you crawled out of. Mass, Hans, genau. Und dann ins Innen schlafen und speichern. Und dann wird so lange Random Encounters gemacht, bis man das Geld hat, um schon die übernächste Waffenstufe zu kaufen. Bevor man in den eigentlichen Dungeon geht, der dann Baby-Eier-leicht ist. Hier scheint nichts zu sein. Warte mal, vielleicht kann ich. You know, this island is speckled with the ruins of your kind, like a robin's egg, one I hope to crack open. Ah, hier ist eine Leiter. Ich komme hier irgendwie aufs Dach, ist die Frage. Oh oh, das ist wieder so ein potenzieller Todesmoment hier. Aber wer weiß, ob da was ist. Okay. Was ist hier? Gar nichts. Ist es in der Stadt eigentlich immer dunkel? Ich glaube, ich habe die noch nicht im Hellen gesehen, die Stadt. Hier hoch? Ah, nein! Okay, das passiert mir persönlich zu oft. Jesus Christ. Wie oft mir das passiert, das ist nicht zu fassen. Das ist bestimmt schon das 10. Mal oder so. Mann. Wo war ich denn jetzt? Jetzt habe ich hier komplett vergessen, wo das war. Zum Glück muss man in dem Spiel nicht... Ach, hier oben war das. So nicht seine Seelen zurückholen, ey. Aber ich glaube, ich bin da schon wieder einer heißen Sache auf der Spur. Ach, hier ist auch eine Leiter. Guck mal, aber wenn ich jetzt hier die Mauer hochkomme, jetzt habe ich Angst zu drücken, dann aufs Dach. Ah, vielleicht ist auch doch nichts. Ah, ist vielleicht doch Quatsch. Felt fear, doubt, longing? Let the hands of God reach inside you and purge these pathetic instincts. The island of Chu Yap
Come to gaze upon my misery, have you? Oh, David Carradine. Feast your eyes upon my festering misfortune. Oh, went to scour the ruins of the east. The realm of the ancient Sarum. You'll end up just like me, if you venture outside these walls. Ich mag, dass man mehrmals mit denen reden kann. Ein Spiel, das damals neue Standards in dem Punkt gesetzt hat, übrigens, war Luna Silver Star auf dem Mega-CD. Da konntest du teilweise 10-mal mit den Leuten in der Stadt reden. Und die haben immer wieder was anderes gesagt. Das fand ich damals irgendwie geil. Das hat einem so ein Gefühl, das war irgendwie, hatte eine andere Immersion, als wenn du jemanden nur einmal ansprichst oder wenn du einen zweimal ansprichst und immer nur sagt, ja, ja. Eye to eye with filth and kindness. Huh? Oh, I'm busy. Move along. What the hell is your problem? Some of us work for a living, you know. Sweeping here. Welcome to our little wretched bunch we are. But lost it all to that cursed drug saver, say. You wouldn't have a drop or two of it on you? Was will er? You wouldn't have. Okay, schauen wir nicht. Da sind Pilze. Please, spare a few coppers for those who fall into my pines. Coppers, please, I beg you. Guck mal, die hat so einen Mark auf der Stirn. Wie ich. Nicht nur, dass ich denen nichts gebe. Ich nehme denen sogar noch die letzten Sachen, die hier rumliegen. Hier arbeitet Verleinix offensichtlich. Oh, hier ist ein Zettel. Serving? This diverse serving. Okay. Nicht surviving. Sacrament, the island's crown jewel. I confess, her sheen seems to have worn off a bit. In truth, the city has to feel a rune. Those who fail to realize history has moved on. I feel as though I can hear the city crumbling to dust around me. Still, her people have been hospitable. I have nothing but warm words for the fine ale of Dusty Loom. Killer, eh? Oh, I can smell it on you. I was like you once. Tracked down raiders, and worse, for anyone who paid. Under their breath, they call me the Bloody Butcher. The Bloody Butcher. Oh, I confess, I love it. Took a job once that led me deep into the floodlands. I got the bastard too, but not before he nicked me in the arm, splashing about like a dying fish. Didn't think much of it. Time, but that water, it wasn't long before the black rot set in. Lost my arm to no more than a pinprick. Do you believe that? And now I'm here. They don't call me the butcher no more. They don't call me nothing. Don't think the same can't happen to you, friend. We're all someone in this world. Okay, ja, also wir sind hier offensichtlich im Armenviertel angekommen. Hier sind die ganzen gescheiterten Existenzen. Oh, hier steht. Was mit ihr? Feel as if I'm at the end of a terribly long bit of string. Dangling from the end and watching it fray. Ah, Thomas ist im Chat und guckt hier mit Argusaugen zu und schreibt, dort werden wir euch ein Haus kaufen lassen im nächsten Patch. Ja gut, aber solange das dann preislich passt und nicht so Hamburger Mietspreise sind oder Kaufpreise. Fine by me. Oh, da oben ist ein Item. Thank you.
komme ich da hoch? Na, wahrscheinlich von oben, oder? Hier über? Stark von mir. Oh. Thomas, ich habe einen Bug gefunden. Ein kleiner Clipping-Bug, aber die Kohle ist trotzdem mir. Jetzt können wir hier hochklettern. Aber erstmal checken wir da unten. Make way. You get used to the stench. You even start to miss it after a bath. Hm. Der scheint mir irgendwie besonders zu sein. Spend enough time on your knees. You learn the difference between healthy shit, ill shit, dog shit, horse shit. Na, vielleicht doch nicht. Einmal noch. You want to see real filth? Visit Sacrament Sewers. 100 years of shit and rot and decay. Ist wie so ein Museum. 100 Jahre auf Sacrament Shit. The gate is closed, traveler. Best stay inside the city tonight. Oh, was ist hier? Das sieht verdächtig aus. Okay, noch nicht. So, was sagt denn das Schild? Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verloren. Marketplace nach unten. Ich bin noch nicht so ganz orientiert. Oh, was ist hier? Das sieht aus wie ein Schmied. Oh, hier ist schon mal eine Chest. Okay, hier ist kein Schmied. Hier war ich doch schon. Was ist das? Ein Brunnen? They look at you. Yeah. Like you just stepped over their mum. We're outcasts, you and me. Misunderstood. Feeling squeamish? It's all right, it happens. You need a man with a strong stomach and no morals. So, jetzt bin ich auf dem Dach. Das ist immer gut. Warte, da kann man doch von hier ins Gebäude rein, oder? Nee. Oder? Nee. Fast wäre ich schon wieder runter. The Reapers, murder without cause, the scream of death cult of sadistic killers dressed in cloak. Achso, das habe ich doch schon mal gelesen. Geht's denn hier hoch eigentlich? Hier war ich doch schon mal, oder? War Room. Will ich da schon rein?
Niemand hier. Da liegt was. Kann ich das angucken? Thomas wünscht sich einen Death-Counter. Was hältst du davon? Ja, aber das ist ja nicht repräsentativ. Weil wer klettert schon auf so viele Mauern wie ich? Das wäre ja dann Quatsch, weil dann... Ich will mich ja davon nicht beeinflussen lassen. Hier ist nichts. Also bislang gab es ja noch keinen richtigen Tod. Das sind ja alles... Das zählte ja gerade nicht. Das war ja... Wurde ich da von einem besseren, intelligenteren Gegner besiegt? Nein. Keine Tür. Ich glaube, Thomas hat einfach Angst, dass die Leute denken, wenn sie mich spielen sehen, dass das Spiel zu einfach ist. Aber die wissen natürlich... Ich habe einen programmiert, ich kann den einbauen. Die wissen natürlich jetzt... wie es hier aussieht. Guck mal, kann man hier irgendwas von der Map noch nicht erkennen, ne? Okay, hier ist nichts. Ist offensichtlich... Ich kann mir vorstellen, dass hier später nochmal was ist. Dafür ist der Raum zu schön, als dass er einfach leer bleibt. Der Chat fragt, wie intelligent eigentlich Gravitation ist, wenn der sich dich gerade eben besiegt hat. Ja, Gravitation ist nicht sonderlich intelligent. Oh, hier ist ein Shortcut, guck mal. Da kommt man von oben irgendwann runter. Ist eine Map vom Mainland in Fahlen. Da kommt man aber erst nach 1.0 hin. Das hier an der Wand oder auch das hier auf dem Boden? Oder ist das das Gleiche? Ich glaub, ja, hier ist auf dem Boden ja auch eine Map. Aber hier, ist das das Gleiche, was hier an der Wand ist? Failen. So, jetzt muss ich aber wirklich mal einen Waffenladen hier finden. Wobei, eigentlich brauche ich gar keine Waffe, weil ich ja eine geile im Gepäck habe. Eigentlich brauche ich nur ein Level, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht finde ich eine... Vielleicht brauche ich eine leichtere Rüstung. Aber das leuchtet mir nicht so ganz ein, warum man manche Fässer hier zerschlagen kann und manche nicht. Die sehen doch genauso aus wie die, die man zerschlagen konnte, oder? Jetzt komme ich an dem Hocker nicht da zu der Tür. So, guck hier, die kann man zerhauen. Die nicht. Was ist da los, Thomas? Ah, hier ist nochmal die Map. In ganz groß. Wer schreit denn hier so? Du? I was fetching my armor when I pulled a muscle. Important to limber up before battle. You know. The pestilence should count itself lucky it hasn't breached our gates, or it would have me to contend with. Hmm. I think I'll head out into the glades and cut down a few plague monstrosities. Ach ja, schöner arroganter Charakter. Ach hier da oben, die labert wahrscheinlich hier diese. They were backwater scavengers, nothing but thieves. You can't still think that. But that's the point. Time was, they couldn't mount a horse, let alone an attack like that. In Tyr, everyone knows that place. And when the lowers forget, the uppers are always ready to remind them. Ellsworth's a fool with his gates and guards. The beast outside. Stay back. I'll not be pulled into the void today. Charming. Some find it charming, the way you rip apart the world and put it back again. So, das ist aber hier. I remember when Sacrament was a city on a hill,
The beacon of Ashen Sea. Now look at it. I'm almost ashamed. So, okay. I don't hear it roaring anymore. Weil ich es platt gemacht habe, das Monster. Wenn das within Thakurian kind of variety or unique service, they might sell special items and resources, upgrade or enchant equipment, or they could even change sacrament itself. Vendor stalls can also be upgraded, further enhancing their services. Mira und Mary. First? No, 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 Mira. I remember. We decided I go first. Fine. We'll settle this later. Can you tell one of us from the other, Serum? If so, you're better than our father. Okay, was habt ihr im Angebot? Moment. Ach so, das sind ja meine Sachen. Tedrit. Die Hose. Hey, dafür gebe ich ein Silber und 8. What? Glaub's hackt. Ja, wir können erstmal. Nee, warte. Wir verkaufen erstmal hier das dumme Holzschwert. Dann verkaufen wir die Rüstung. Die Rüstung. Die Hose. Das. Climber's Pick. One-handed Hammer. Weg damit, oder? So, hier, komm, zack. Zack, zack, 37 und 40 schwer, 37 und 40 ist genau gleich. Okay. Das Claymore behalten wir erstmal und den Dolch behalten wir auch erstmal, falls wir doch noch zwei ganzen Schmonz weg mit dem Kram, ey. Aber die haben echt auch kein geiles Angebot hier, ne? Die haben nur hier diese 4 Sachen. Okay. Machen wir weiter, was wir noch so finden. Das sieht mir nach Schmied aus. You killed the creature at the gate. Yes. A ceremony and sacrament, and my smithy no less. Well, Fillmore smithy, I'm just his apprentice, Will. Wait, Fillmore, on your way to sacrament, did you encounter a blacksmith? Yes. He went out beyond the wall and hasn't come back. I hope he's all right. Wo ist denn der eigentlich nochmal? War der nicht draußen vor? Oh, thank you. That's a weight off my mind. Not quite ready to man the forge on my own. I expect he'll be back soon now that you've cleared the way. And likely telling me that he cleared the way. Ah, vielleicht muss ich einmal irgendwie übernachten oder so. Rossi Twin, that's Dasha for welcome and safe travels. I should. Okay, wir müssen dafür sorgen, dass der Schmied hier hinkommt. Dann können wir wahrscheinlich hier erst Zugriff auf das Ding haben. And still stands. What's next on my list? Does this mushroom seem off to you? I swear it's given me a death. Hier können wir kochen.
Mushroom Soup. Founder of our city, the father of our future. Let this slab of useless rock give life to new generations. Let faith in ourselves be our sacrament. The rookery is just up ahead. He was a man. They all were. Ich meine, hier war ich ja auch schon. Hier kam ich doch her. Hier ist doch der Eingang. Das weiß ich doch. Müssen wir jetzt nochmal mit dem Schmied sprechen vielleicht, dass der in die Stadt geht? Muss ich dem sagen, dass der Weg jetzt frei ist oder macht er das automatisch? Wir probieren mal kurz. Wir gucken mal kurz. Der war doch hier direkt irgendwo. Das weiß ich doch noch. Der war doch... Wo war der denn? War der nicht hier am Bonfire? Doch hier irgendwo, oder? Der ist jetzt schon auf dem Weg. Guck mal, die sind auch weg. Ja, da will ich nicht lang. Ich meine, der stand hier, der Schmied. Vielleicht muss man einfach nur irgendwie resten. Ist by the way auch ein Shortcut. Weiß nicht, ob ihr es seht. Hier die Leiter. Ich sag's nur. Warum? Warum ist da eine Leiter? Okay, zur Rookery. Was ist denn eigentlich eine Rookery? Was ist Rookery? Rook ist doch Turm. Keep my chin up. You'll never see me grappling with the... Oh, what a mess that was. Why put yourself through? I wouldn't square off against... On watch. Sag mal, was mach ich? Was ist denn eine Rookery? Ich weiß gar nicht, wonach ich suche, ehrlich gesagt. Rookery? Every day clean is a blessing as far as I'm concerned. Mm-hmm. Hello, traveler. Inspiration is like water snaking its way across the dirt. It's safer to paint inside the city now. No. Ah, okay. Hä, Moment, aber die eine hat doch gesagt, die Rookery ist hier oben. He was a man. Have you looked into the eyes of your beloved? Ja gut, kein Wunder. Ich denke dauernd, die ist hier irgend...
The Rookery is up ahead. Ach so, weil ich von da... jetzt habe ich es gerafft. Okay, er sagt, the Rookery is up ahead, aber ich kam von hier unten. Also bin ich natürlich instinktiv davon ausgegangen, er meint hier. Aber er meint natürlich das Zentrum. If you make for the Rookery, it lies above the town square. Ah. Dann ist es doch... Nee, warte. Hier? Hä, hier war ich doch gerade. Okay, aber wo kommt man... Kommt man da doch über den War Room hin? Na hier. Ah, okay, jetzt hab ich's. They say the silverfish is responsible for every drop of savor in Sakura. Can't make a living anymore. All this charity toward the Dasha gotta come from someone's pockets. You! Oh! A horrible death awaits you. It trails you like a shadow. Morietta the Touch. That's my name. I know what awaits you. But... Ist das eine Arena? Nee. Na doch, so eine Falle? So eine Falltür? Ha! I have you know I've bested 7 men in Mortal Kombat. And many beasts as well. Large ones like bear-sized. I'll fight you here in the open. But the guards, well, they know my face. And my reputation. Chest. Is it true? The Risen have taken the old fortress. Rookery. You've arrived! I knew his letters were not in vain. It's an honor to meet you. I've only ever read the ancient texts about your kind. They have come, Master. From across the sea. The pestilence, it festers, everything it touches. Did you not hear? The Serum have arrived. They won't come. Never answer. I apologize. He was, is a brilliant scholar, but it's been so long. God's reach. Die ist böse. Governor Ellsworth,
Madrigal Selene, I apologize for the lack of a formal welcome. If you sent word, it must have been lost. A welcome sight, though, aren't they? About time Phelan sent reinforcements. My Inquisition is here as an act of mercy, Baron Winnick. There is an unholy presence on this island. I have come on behalf of King Magnus, who sent me... King Magnus? The boy. I... Forgive me. I thought you had heard. Your brother, the king, has passed. How long? It will be a week tomorrow. You should return to Phelan, Governor. Your nephew has extended his hand. He invites you to rejoin the family. Thank you, Madrigal. But Sacra is my home. Sacra will be in capable hands. My Inquisition have quartered ourselves in Fort Reach, and will remain for as long as it takes to heal this island. Fort Reach? Sacrament's a bit out of your way then, isn't it? My outfit encountered a group of raiders as we came ashore on your coast. We sent all of them to rejoin God, save one. I thought she might be of particular interest to you. We could have left her body by the side of the road with the other animals. Consider this an offering of goodwill from the church. Where was the touch when our people were sick and starving? We're done begging for scraps. We take what we need. Odessa. Don't. Oh, was hat die für ein geiles Resting Bitch Face, oder? Leave her. Man hasst sie schon, obwohl die nichts sagt. At least as well as he governs his city. My apologies, Madrigal. It's... She does not stand for sacrament. Damn right I don't. Guards. Take her away. This way, Risen. I should have never taught you that little move. You will arrange an escort for my vanguard to Caelan. Caelan? It will be done. Is there anything else we can do? You can rejoice, Governor. Your salvation is at hand. Oh, the Inquisition at our gates, and ceremonial rookery. We've prepared lodgings below. A humble room, to be sure, but safe and warm. I hope you've arrived in time to save our fair island. Not only in time to witness its ruin. Johnny Depp. Ah, okay. Guck mal, jetzt haben wir oben rechts. Welcome to your new lodgings. You can stash your inventory and share it with other players by using community chest. Every player on the realm can place and remove items from it. Finger weg von meinen Items, Leute. Sag ich euch gleich. Jetzt gibt's aber Ärger. Jetzt haben wir oben auch eine Zeit und offensichtlich auch Tag-Nacht-Wechsel. Und die wahrscheinlich längste Gitarre der Welt hängt da an der Wand. Achso, will ich jetzt hier schon Sachen in die Community Chest packen? Eigentlich nicht. Oder? Ich bleib ehrlich, das ist. Who's that? Well, a visitor. Of course. I've told the Watcher this tower's not fit for livestock. And yet, there he goes, boarding any stranger that comes along. You'll have to head upstairs. There's no way down for now. A fine staircase should be, too. Would get us to the market in half the time. Most days you'll find me not far from there.
In the square, by the wardroom, make a Danos. I can repair anything with the right materials. Except laziness. This city can be rebuilt. There was greatness here once, though it seems I'm the only one who remembers. Wie ist das, wenn ich jetzt Sachen hier in die Kiste packe? Aber ich brauche vielleicht beim Schmied oder bei einem Alchemisten oder whatever, brauche ich die Materialien. Muss ich die jetzt bei mir tragen oder funktioniert das, wenn ich die hier in die Kiste lager? Ich habe Schiss, Sachen in der Kiste zu lagern, sage ich euch ganz ehrlich. Ist gepatcht, kommt aus der Kiste. Das ist nämlich, so soll es ja auch sein. Weil dann könnte man die ja tatsächlich hier reinpacken. Aber zum Beispiel, wenn ich beim Händler was verkaufen will, dann auch. Weil dann wäre es ja natürlich sinnvoll, vielleicht doch noch Sachen zu behalten. Oder zum Beispiel, wenn ich koche. Wie ist es mit Kochutensilien? Muss ich die bei mir tragen? Oder nicht? Kochen funktioniert auch sehr gut. Jetzt eigentlich, hat das eigentlich einen Einfluss gehabt auf meinen, nee, das ist nur das Equipment. Oh, jetzt ist Tag. Guck. Forgive the grotesque display. We pruned some of the poor torn soul you killed at our gates. I left a vial of its blood here on the table, but when I returned, I found it altered. The Watcher, he must have refined it, purified it. An ancient technique. Now you just need I apologize. It's my nerves. The ichor must flow through your veins. The scrolls say it gives strength to your kind. Go to the Watcher. This skill is... Plus 5 Item Inventory Slots. Oh. Moment. Main Hand Slot plus 1. Offhand Slot plus 1. Ring Slot plus 1. Tool Slot plus 1. Nein, das war dumm. Collect their ichor and bring it here. But be careful, this island crawls with villainy. Ich wollte ja für 2 Dolche. Kann man doppelt Dolche? Ah, warte mal, jetzt habe ich Mist gebaut. Oder? Das macht ihn ja nicht doppelt. Ich hätte. Obwohl, nee, warte mal, ich brauche doch eigentlich nur nach Stadt. Nee, nicht Destroy, warte mal. Achso, ne. Hä? Cycle Main? Hä?
Okay. Das geht so nicht. Okay, der Waffenwechsel. Also Dual-Wield Weapons ist eine eigene Kategorie. Aber man sieht hier, der Waffenwechsel ist ziemlich schnell. Also du kannst hier dann sehr schnell von einer Waffe auf die andere wechseln. Was natürlich taktisch durchaus interessant ist. Allerdings wird mir das wahrscheinlich auch beim Equip-Load dann angerechnet. Equip-Load scheint mir ein wichtiger Faktor noch in diesem Spiel zu sein. Find any more Ikor, bring it here. I can't promise he'll help again. His wisdom is vast. Habt ihr gedacht, ich fall runter, was? Ich bin nicht bescheuert. Okay, aber wieso ist jetzt hier noch ein... Wieso ist hier immer noch ein Ausrufezeichen? Habe ich irgendwas noch nicht gemacht? Sehe ich doch was schimmern. Is it true? The Risen have taken the old fortress. The Madrigal requests your presence. The Madrigal requests your presence. You must make your way through the Nameless Pass and seek her audience. At the Heretic's Gate. This is the will of God. Many lives ago, your kind fought the curse. The Madrigal believes you may be of service again. As God finds meaning even in broken things, so does she. Go east. Das erinnert mich an meinen Französischlehrer, Herr Kühn, wie der redet. So in so einer Mono-Voice. So komplett ohne Betonung. Heute gibt es wieder Hausaufgaben A bis C. Ich hoffe, ihr habt alle eure Hausaufgaben gemacht. Morgen sehen wir uns wieder um 8 Uhr in der ersten Stunde. So, hier hat Thomas gesagt, das hier ist PvP irgendwann mal. Oder wie? Hier kann man dann Aufzug zur PvP-Arena. Kommt. Kommt doch. Es wird nicht so einfach. Thomas, hast du gesehen, was ich zu deinem ersten Boss mit deinem ersten Boss gemacht habe? Zerlegt habe ich den.
Gehe ich überhaupt richtig? Servant of God. Ach so, kann ich jetzt hier eigentlich beamen? Nee. Warte mal, aber irgendwas stand doch irgendwann mal mit Fast Travel. Was war das denn? Was soll eigentlich gehen? Nameless Pass. Dangerous steht da. So dangerous. So dangerous. Ich bin dangerous. Na? So, hier, fast. Ach so, man konnte immer zum letzten, ne? So war das. So, ich muss übrigens auch noch eine kleine Ankündigung machen. Morgen wird tatsächlich nicht das Elden Ring Co-op mit Jack Fromsoft starten. Für das wir jetzt echt auch schon viel vorbereitet haben, so Banner und so weiter. Ich werde dazu später noch mal ein bisschen mehr sagen, sofern ich überhaupt ein bisschen mehr sagen kann. Aber es hat tatsächlich mit privaten bzw. gesundheitlichen Gründen zu tun. Also hoffe ich da auf euer Verständnis. Geht das hier so? Zack und zack. Was will er denn? Okay. Boah, Button-Attacke. Holy shit. Hä, wo bin ich? Holy shit, das hat mir mein Leben gerettet gerade. Muss kurz warten, bis ich mich heilen kann. Ja. Der steht da natürlich gut. Oh, aus der Luft holt er mich hier. Das wird knapp, das wird knapp! Heil dich! Nein, ich bin runtergefallen! Shit, jetzt hol ich mir den Pferd, ey. Er steht da schlecht. Ich stehe da schlecht. Nein! Oh, so knapp, du Penner! Jesus Christ! Ich hatte ihn doch! Ich hätte parryen sollen, ich war zu gierig. Warte, jetzt hole ich mir die Sau. Komm her. Nein, oh, verzögerte Angriff. Sau. Ja, okay, das war nix. Ja, manchmal kommt man nicht in den Grind rein. Manchmal kommt man nicht. Diese Überkopfattacken, die sind natürlich noch mal ein bisschen schwerer zu parryen, wenn überhaupt. Aber jetzt mal. Wieder verdammt. Scheiß. Der kann halt fliegen, Jordan. Der macht den Pitch. Jetzt mach ich. Ich hatte ihn fast. Das macht's umso ärgerlicher, wenn man es dann beim zweiten und dritten Mal nicht mehr hinkriegt. Was willst du denn jetzt? Ich habe halt null Stagger mit dem Dagger. Aber gleich, wenn ich ein Level hoch bin, wird hier... Wie kann man denn 10-mal hintereinander auf den gleichen Trick reinfallen?
Jesus Christ. Ja, aber er macht halt dreimal einen Überhandschwung und dreimal unterschiedliche Geschwindigkeiten. Das ist halt nicht so leicht, da rauszufinden. Ich dreh gleich durch, ohne Scheiß. Ich bin zu schwach, aber ich will ihn trotzdem killen. Jetzt habe ich die falsche Angriffstaste gedrückt. Nein. Mann, ich hatte ihn doch schon! Da, zack, zack, zack. Nein, schlecht. Schlecht. Mann, so gesichtige Sache. Ey, so schwer wirkte der beim ersten Mal nicht. Und jetzt wirkt er, als ob er unbesiegbar ist. Ups, was hab ich jetzt gemacht? Oh, Stamina-Button. Ah, okay. Ja, Stamina. Nein! Alter, was geht? Hey Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr weiter Interesse habt an dieser Let's Play-Reihe, dann schaut auf den Uncut-Kanal, denn da werden jetzt die zukünftigen Teile landen. Eddie Uncut auf YouTube, lasst ein Abo da.